Hand mit Herz präsentiert die GAG heute Freddy Stüber, die Nummer 2 der Eulen. Freddy, wir haben 4-4 Punkte. Ich denke, wir könnten auch 6-2 oder 5-3 haben. Wie siehst du es? Ja, wir könnten auch 8-0 Punkte haben. Das wäre noch schöner gewesen. Ich glaube, wir sind innerhalb der Erwartungen. Aber wir hätten durchaus gerne mehr Punkte gehabt, gerade wenn wir jetzt sehen, wie wir die Spiele verloren haben oder was der ausschlaggebend war. Nichtsdestotrotz wissen wir ganz gut, wo wir stehen und haben ordentlich Hausaufgaben, an denen wir arbeiten können. Du bist gut angekommen bei uns, zurück in der alten Heimat. Wie fühlst du dich jetzt nach den ersten Spielen hier? Ich fühle mich gut angekommen jetzt. Ich war selber auch aufgeregt, vorfreudig auf die Zeit wieder hier. Wusste natürlich nicht hundertprozentig, was ich bekomme, weil wir natürlich eine ganz, ganz neue Mannschaft haben und auch eine neue Struktur da drin, gerade vom Alter. Aber jetzt fühle ich mich sehr wohl und ich hoffe, das sieht man, dass ich mich wohlfühle. Und das würde ich doch sagen, ich bin gut angekommen. Echter Führungsspieler, am Sonntag 17 Uhr sind wir beim TV Großwaldstadt. Wie siehst du unsere Möglichkeiten dort? So wie in den letzten 4 Spielen auch. Absolut alles drin. Großwaldstadt, glaube ich, auch vernünftig in die Saison gestartet. Haben auch zu Hause das letzte Spiel gewonnen. Ich meine, mit dem Buzzerbeater, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine qualitativ gute Mannschaft, wo wir wirklich ordentlich Power im Rückraum zu erwarten haben und da müssen wir gegenhalten. Alles Gute dafür. Dankeschön.